Mit der Zeit schlug er vor, alle Kanäle nur noch über eine von ihm eingerichtete @MakeMyDay-E-Mail-Adresse laufen zu lassen, damit wir eine Schaltzentrale für alle Mails haben und nach außen hin ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Er versicherte mir, dass nur ich Zugriff auf diese E-Mail haben werde und an der Zuordnung der Kanäle sollte sich auch nichts verändern. Dabei wusste ich nicht, dass der Austausch der E-Mail-Adressen dazu führt, dass mir die Kanäle laut den Geschäftsbedingungen von YouTube nicht mehr gehören. So, moin, wir haben heute eine riesige Story. Es betrifft den YouTube-Kanal von Made My Day. Die Indizienlast hierzu ist so erschmetternd groß geworden, dass wir heute auch mit dieser Story rausgehen können. Anscheinend sind sämtliche Mitarbeiter von Made My Day nun arbeitslos. Und entgegen habe ich ein Statement von dem aktuell Kanalverantwortlichen von Made My Day bekommen, der mir dazu geschrieben hat, dass da nichts dran ist und sich Made My Day nur in einer Sommerpause befände. Die letzten paar Wochen in Bezug auf Made My Day waren auch besonders für mich interessant. Mich haben immer wieder neue interessante Nachrichten hierzu erreicht. Und die genaue zeitliche Abfolge hierzu schauen wir uns jetzt an. Als allererstes hat sich eine Person bei mir gemeldet, die sich als Mitarbeiter von Made My Day ausgegeben hat. Er hat davon gesprochen, dass er zur Firma von Made My Day gefahren ist. Er wollte ganz regulär an seine Arbeit gehen und dann soll es dort geheißen haben, dass er gar nicht zur Arbeit kommen braucht, denn Made My Day wäre verkauft worden. So, die besondere Schwierigkeit hieran, die Personen, die für Made My Day im Hintergrund arbeiten, sind selber auch dann natürlich Personen, die im Hintergrund arbeiten. Also man kennt diese Personen nicht. Die Personen selber stehen nicht in der Öffentlichkeit und man weiß natürlich nicht, wie glaubwürdig ist eine solche Quelle. Deswegen habe ich dann den Verantwortlichen, der auch im Impressum von Made My Day steht, um ein Statement gebeten, was es damit auf sich hat. Der Verantwortliche hat mir dann geschrieben, dass da nichts dran ist und dass sich Made My Day nur in der Sommerpause befände. Und dann hatten wir den Fall Aussage gegen Aussage und ab hier konnte man erstmal relativ wenig machen. Allerdings haben sich dann Tage später weitere Personen gemeldet, die vorgegeben haben, für Made My Day zu arbeiten. Diese Personen haben mir dann Ähnliches erzählt, nämlich sie wären entlassen worden. Sie dürften nicht mehr für Made My Day arbeiten. Die Rede war von einer Nachricht, die sie in der Office-Gruppe bekommen haben, wo dann so etwas drin stand wie: Moin Leute, ihr habt heute frei, bleibt zu Hause. Und zu dem Zeitpunkt soll keiner genau gewusst haben, was los ist. Die Faktenlage hierzu sieht jedenfalls so aus, dass es jetzt seit über einem Monat kein Video mehr auf Made My Day gibt. Und nun heute haben sich dann im wörtlichen Sinne die Ereignisse überschlagen. Der Begründer von Made My Day hat ein Video veröffentlicht und in diesem Video hat er davon gesprochen, was anscheinend mit Made My Day passiert ist. Man sieht hier den Begründer von Made My Day vor dem goldenen Play-Button von Made My Day sitzen und hier spricht er davon, dass er gemeinsam mit 10 weiteren Mitarbeitern von dem YouTube-Kanal von Made My Day ausgeschlossen worden sei. Er und sein 10-köpfiges Team sollen für die Produktion der Videos zuständig gewesen sein. Allerdings soll eine weitere Person, nämlich der Partner, ebenso Zugang auf den YouTube-Kanal von Made My Day gehabt haben. Diese Person soll laut dem Gründer von Made My Day dann die E-Mail-Adresse verändert haben, beziehungsweise den Account, wohinter sich der YouTube-Kanal von Made My Day verbirgt, mit einer, ich sag mal, fadenscheinigen Begründung, nämlich, dass man da irgendwie einheitlicher oder so sein möchte. Und das wiederum hätte dann, zumindest laut YouTube-Richtlinien, die Folge, dass dann die Eigentümerschaft des YouTube-Kanals an die andere Person übergeht, nämlich an die Person, welche diese E-Mail-Adresse gehört. Und das wusste der Gründer von Made My Day anscheinend nicht und somit wurde ihm dann schlussendlich anscheinend laut seiner Aussage der YouTube-Kanal von Made My Day abgeluchst. Wenn man das Video von ihm anschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass er hinters Licht geführt wurde, dass er überm Tisch gezogen wurde und dass jetzt das gesamte Team höchstwahrscheinlich wegen diesem Fehler arbeitslos geworden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Made My Day? Also wir haben auf der einen Seite diese ganzen gebündelten Aussagen, auch die, die mich erreicht haben, jetzt auch abseits von diesem Video. Dieses Video war jetzt dieser Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hatte, wo ich auch sagen musste, jetzt muss diese Story endlich raus. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Statement von der aktuell verantwortlichen Person, die beteuert, dass derartiges ja nicht vorgefallen ist und sich Made My Day nur in der Sommerpause befände. Und jetzt stellt sich euch die Frage, wie man das Ganze nun einordnen muss. In jedem Fall scheint dort etwas vorgefallen zu sein, von dem wir bisher noch nichts wussten. Das Wesentliche, was wir jetzt haben, sind jedenfalls die Statements. Die Einordnung hiervon überlasse ich euch und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.